Moin liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Champions Fregnum. Was wieder ein Let's Play ist, gut, nochmals falsch. Nein, es ist ab jetzt, denke ich, bald mal ein Let's Play. Ich kann ja nichts mehr, nur Let's Show und ich muss ja alles zeigen, so langsam. Ja, außer das Level nicht. Aber das ist nämlich gut jetzt. Jetzt bin ich langsam so unterwegs, dass ich langsam recht viele Gegner töte. Ja, sind natürlich noch nicht so viel, aber für Level 38 geht es eigentlich relativ gut. Das ist eigentlich auch super, dass ich, dass ich Schütze bin. Wenn ich jetzt ein Barbar wäre, wie in irgendeinem Let's Play, dann hätte ich nicht so viel gute Möglichkeiten, euch da Reichsschlachten zu zeigen. Ja, und ja, Poppy ist ein Barbar, denn mit dem habe ich ein bisschen geredet. Die Poppy. Und, sie sagt, ja, sie... Warte, sie ist anspruchsvoll, glaube ich. Sie hat noch so ein Problem, das habe ich auch gemerkt im Egenreich natürlich, als wir da noch das Let's Play machten. Gut, ja, dann wollte ich eigentlich weitermachen am 100. Part. Aber die Server waren so lang, also ohne Leute, dass ich dann einfach aufhörte. Und da muss ich ja in die Wege, um einen Job anzufangen, aber nein. Konnte da nicht aufnehmen und dann war es zu Ende. Und jetzt bin ich ja wieder da. Seit wie vielen Tagen? Jetzt 5 oder 6 Tage. Und ja. Sehr aktiv sind sie hier. Ich möchte mit euch eigentlich weiter Fortschlachten zeigen, aber es ist nichts los. Das Fort ist unser. Mendria ist nicht mehr unser, das war einmal unser. Ja, Ignis hat es wieder zurückgerobert. Ja, ich hoffe, dass wir nicht allzu angegriffen werden. Ich muss hier mal ein bisschen verbinden. Gut. Was wir machen können, ist auch ein paar Gegner besiegen im Morglager. Aber, das sind immer die Jäger. Da werde ich immer von Jäger angegriffen. Ja. Ach Leute, bitte macht etwas. Ich will doch euch etwas zeigen. Nicht Spanisch reden. Die haben immer etwas dagegen, wenn man Deutsch redet. Aber reden immer ihren größten Quatsch auf Spanisch. Dass man nicht versteht und auch nichts Wichtiges wahrscheinlich. Und die Spanier können so gut angeben. Die geben extremst an. Und ja. Ich hätte gedacht, sie seien ein bisschen anständiger als die Deutschen. Sorry für die, die nicht... Ja, für die, die es anbetrifft. Aber es ist ein Spiel und ihr dürft natürlich auch ein bisschen Scheiße machen. Aber es schadet halt dem Spiel ein bisschen. Und, ja, ich habe einen Kollegen gefunden vom Südenreich, der hat gesagt, ich hätte ihn besiegt und 1000 EP, also XP gestohlen, ja. Das ist wahr. Tut mir leid, ich weiß nicht, welche meine Fans sind. Oder wenigstens meine Videos anschauen. Aber, ja. Falsches Reich, falsches Reich. Dürft mich auch töten dafür. So. Ja, was macht ihr jetzt? Leveln. Wieso levelt ihr eben nebenbei ein bisschen? Wahrscheinlich bekommt ihr nicht mal EP und XP. Hi. Und jetzt? Alle haben die gleichen Pferde. Wollt ihr jetzt wirklich angreifen? Ah, ihr seid doch... Ich verliere, müsst ihr schauen. Ich verliere sofort. Ich werde immer gefokust. Und der ist auch anspruchsvoll. Ich glaube, der ist sogar Deutscher. Reite, glaube ich, in den Tod.
Ja, ja. Das sind schon, das sind wir. Komm. Was ist denn los? Jetzt wach. Gut. Mann, wenn der doch Hilfe braucht, musst du nicht Pferde verstümmeln. Oh, mach ich Schaden. Ja, da kommt sogar noch ein Ding. Als Hirte. Ja, ich hau ab. Okay, gut. Ja, aber jetzt bitte. Ah, die müsst doch die Igen angreifen. Ach, meine. Ich habe immer das Gefühl, die Leute wissen überhaupt nicht, was das für ein Spiel ist. Die wissen von Taktik gar nichts. Und? Ja, aber nur so wenig. Ja, okay, war vielleicht nicht so groß. Was war? Dürfte. Ah, steht ja, unmöglich. Aber wieso bekomme ich jetzt gerade so wenig? Ich habe doch Tausende mehr bekommen. Vielleicht ist der einfach zu schlecht. Von den Rängen. Ich weiß nicht, ich sterbe wahrscheinlich nächsten paar Stunden. Sekunden. Ja, seid, ich werde wieder gefokust. Ah, ihr seid ihr Feiglinge. Tut doch mal die richtigen besiegen. Tut doch mal die, die Gefahr sind, besiegen. Oh je. Ja, sind halt alles Spanier. Gut. Weil es keine Ding hat. Keine Bespechis. Mal kurz schreiben. Move. Ah, seid ihr Blöde. Gott, immer inaktiv. Spanisches katastrophales Zeugs. Hauke, yes. Adlerauge. Gut, ein Adlerauge hat mich besiegt. Ja, ein Adler macht halt den. Ja, sag schon. La Mai halt ein bisschen. Angst? Die fragen sich jetzt so: Was heißt Move? Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, die Spanier wissen noch viel weniger in Englisch als die Deutschen. Okay, nein, die Deutschen sind ja nicht schlimm. Aber die Schweizerdeutschen. Die Schweiz. Ich bin einfach mal der Einzige im Dorf, der Englisch kann. Ja, toll. Mann, was seid ihr denn mal? Da. Pinguine sind wieder hier. Den sehe ich auch die ganze Zeit. Der ist wahrscheinlich 24 Stunden, oder? Ich bin hier schon gewaltig viel online hier. Zwischendurch, wenn ich aufnehme und so. Und die sind die ganze Zeit online. Okay, ich gehe jetzt nach oben. Und warte auf den. Die sind immer verbündet. Immer sind die Syrten und Igen verbündet. Das ist katastrophal. Ja, einfach katastrophal. Da kann ich ein bisschen Spanisch reden. Ein bisschen spanischer Akzent. Akzent. Bisschen spanischer Akzent. Oh. Was? Kerzen? Ich dachte, das sind Flaschen. Ich will ein bisschen Flaschen nehmen. Ich hab Durst. Ich hab Durst. Da sind sie schon. Nein? Ja, doch. Schon wieder eine. Oh. Katastrophal, hä? Gucken wir mal, Manöver, Geschicklichkeit, Waffenschaden, Voraussicht, ja, Angriffsreichweite. Ich müsste vielleicht dann im nächsten Level noch ein paar Angriffsreichweite Buffs nehmen. Oder einen, ich glaube es gibt zwei. Und dann ein bisschen abschießen von hier oben. Ja.
sonst ist nicht so, also ich habe einfach mal ein bisschen getestet heute und bin die ganze Zeit hier in Magdeburg vor Ort gewesen und habe bei den Kämpfen mitgeholfen, darum habe ich so viel. Ja, Königreichspunkte schon 46, wow. Und ja, aber zuerst auf Stunts geskillt und bin einfach nicht vorwärts gekommen, weil die Stunts nicht getroffen haben. Und jetzt auf Schaden geskillt und ihr seht es, also ich mache schon extrem viel, bin halt defensiv extrem schwach jetzt. Aber hey, das ist so geil. Ich kann endlich Gegner besiegen. Das konnte ich nicht mal mit dem Barbar im Megenreich vom Let's Play letztes Jahr. So viele Gegner killen. Ja, da habe ich aber auch viele gesammelt. Wenn du Kollegen hast, dann ist es natürlich alles leicht. Dann spielen auch so viele in zwei extremen Pulks. Da kommen sie endlich mal wieder. Und ja, das Spiel hat einfach nur noch, wie sagt man, dem Haut drauf Charakter, weil es so extrem viel einfach mal draufhau. Und ja, dann müssen die meisten halt nicht denken und machen Fehler. Und ich bin dann da doch immer das erste Opfer, weil ich der Kleinste bin. Ich habe so anspruchsvolle und harte, also schwere Gegner, schwere Mitspieler, aber immer unmögliche Gegenspieler. Das ist halt schwer noch für mich. Aber ja, wenn man so Gegner besiegt wie die Aquantis und so, die überhaupt keine Items geben, dann fragt man sich, sollte man nicht lieber RS machen, hä? Sollte man nicht lieber Reichsschlachten machen? Ja, okay. Auch wenn man keine Chance hat, man hat viel höhere Ding. Ich habe von Buch bis zum Eispfeil, also Wintereinbruch, habe ich durch Aquantis gemacht. Und vom Eispfeil bis hierhin und hier vorne noch von hier bis hier zumindest doppelt so viel durch Reichsschlachten dazu gewonnen. Und ich habe von einem Kollegen, ich muss kurz raten, aber es ist, glaube ich, ja, Arvalos ist es, glaube ich, der hat mir auch gesagt, dass es recht schnell gut geht, man gut levelt, wenn man zu Level 45 ist. Mal kurz Pepi hier reintun. So. Damit ich sehe, wann er online ist, ja. Können wir vielleicht mal ein bisschen zusammen aufnehmen und so. Ah ja, ich habe ihm gesagt, dass er aus Lilith Wars ein Hase ist. Also aus Star Fox. Und Peppy Hare, der ja vierte im Bunde ist. Und er hat gesagt, ich glaube, er hat sogar eine Zielflamme, ist der kleine. Ich habe ja einen ganz kleiner genommen. Und er hat einen auch einen ganz kleinen Lama genommen, das ist kleiner wahrscheinlich, hat er eine Sie. Ich erkenne den Unterschied, glaube ich, nicht. Ich habe es nicht gut gesehen, aber man sieht den Unterschied irgendwie gar nicht. Und ja, freut mich, dass ich dich ein bisschen aufklären konnte. Nein, es ist einfach so, dass Peppy auch ein ja, recht berühmter Charakter ist. Ja, gut. Dann tut euch ein bisschen Pfeile verschwenden. Das ist auch ein Schütze, hä? Zwei Schützen, also nein. Sieht man eigentlich den Unterschied? Der hintere ist eine Schütze und der vordere ist ein Jäger. Das ist ein Jäger. Man sieht den Unterschied nicht, wenn nichts steht. Aber die Schützen haben dickere Rüstungen. Ja, sind sowieso irgendwelche optischen Equip zum Wucherpreis. Sieht man nichts. Buena. Schön. Schöner. Oder? Schöner. Schöner Abend. Buena. Buenos Dios. Dios ist Tag, schöner Tag.
Aber es hat nur Buena. Oder Buen und Abend. Schon wieder der Wasserpinguins. Hast bist du auch gestorben, gell? Unter Pro. Lady Dusk. Ich frag mich, was die Valhalla-Gilde eigentlich ist. Ich bin ja auch Valhalla. Eigentlich sollte ich ja auch in diese Gilde gehen. Aber eventuell mache ich eine eigene Gilde, wenn das Let's Play und Let's Show und Livestream gut ankommt. Ich denke jetzt, wenn ich dann schaffe, Livestream gut, mit guter Qualität und so flüssig zu laufen bringen, ich will mir immer eigentlich die Top-Qualität haben für Full HD. Ich kann nicht weiter hoch. Was machst du? Piranha, wo bist du? Leonsul. Feigling. Das ist ein Jäger. Oder ist das... Nein, Feuerpfeil habe ich gar nicht. Oder? Scheinbar ein Jäger. Von Langpfeil wahrscheinlich. Langbogen. Ja gut. Ich finde es immer lustig, die wollen die ganze Zeit mich killen und hoffen dann auf viel EP und Reichspunkten. Königreichspunkte, ja. Und hoffen dann, ja, sie sind cool. Nein, sind sie nicht. Ich bin so ablehnend. Also ich. Auf unfaire Spiele bin ich sehr ablehnend. Es ist so einfach. Das habe ich schon früher im Sandkasten gehabt. Es gab immer unfaire Spieler, die meine Burgen kaputt gemacht haben. Ich habe immer ganze Sandkastenburgen gemacht, also das ganze Sandkasten voll. Und jetzt mache ich auch große Burgen, einfach nicht hier, sondern in Minecraft. Ja, und ich hoffe, der Server wird ein Erfolg. Nö. Töte alle. Was ist das? Hebräisch. Was ist das für ein Buch? Ist das ein mit... Ich kenne das gar nicht. Russisch vielleicht. Nein, das schreibe ich jetzt nicht. Schau. Let's show. Schaut er mein Let's Show und sieht, dass ich nichts mache. Also rede. Nein, ich mache schon etwas, aber... Gut. Jetzt hilft mir ein bisschen, bitte. Ich kann nicht konzentrieren. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ah. Oh. Cool. Ja. Ich weiß, dass hier irgendwo wieder der Feuerpfeil ist. Deshalb gehe ich zurück. Ich habe dort vorne... Das habe ich doch aufgenommen oder habe es nicht aufgenommen. Bin noch kurz ins Dinglager gegangen, ins Orklager dort hinten. Hab einen Ork getötet und wurde dann von einem Jäger getötet, der unmöglich war. Hat mich einfach nicht... Also es hat ihn nicht interessiert, dass ich die ganze Zeit eine Scheiße gemacht habe, bis ich gestorben bin. Gut. Aber das habt ihr wahrscheinlich in einer Aufnahme gesehen. Hallo, darf ich mal? Darf ich? Mann, du bist böse. Mann, du bist ausgewichen. Dann du. Die sind so böse.
Wow, normale Treffer 0. Hi, die haben Buffs, weißt du? Die haben gefährliche Buffs. Genau, als nächstes tue ich wirklich den Reflekt-Buff aktivieren. Auf hoch, auf 5 hoch und dann... Ja, aber los machst du nichts mehr, hä? Faulenten. Heil mich lieber, wenn ich Schaden bekomme. Sind alle flach? Sie haben alle Angst um mich. Teenage Mutant Ninja Turtle. Nicht ganz. Bisschen vertauscht, aber fast. Ich finde irgendwie die Filme gut. Okay. Ich habe zu wenig zu tun, ich sehe es. Nein, die sind wirklich gut. Also der zweite habe ich jetzt noch nicht gesehen. Der kommt erst, oder ist im Kino. Aber der erste ist recht gut gewesen, obwohl immer die Kritik, oh, ist er schlecht gemacht. Oh. Nein, ist es nicht schlecht gemacht. Esposito. Esposito war mal ein Spieler beim FC Basel. Oh, morgen Spiel gegen GC Grasshoppers Club Zürich. Wir sind schon doppelt so weit. Die Season hat erst angefangen und wir sind schon doppelt so weit. Haben doppelt so viele Punkte. Ja gut. Heute ist viel los, ich weiß. Also, wie viel habe ich jetzt aufgenommen? 22 Minuten. Machen wir einen 22 Minuten Part. Wir machen da sowieso viel Livestream. Bald. Ich hoffe, ich krieg's hin. Und es ist leider nichts los. Ich kann es also dem Avalus nicht zeigen, wie ich super alle kille. Aber ja, ist es halt so. Also, viel Spaß noch mit den anderen Videos. Und jo, schaut mal wieder vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss.